Setz dich auf die Kante eines stabilen Stuhls und lege deine Hände auf deine Oberschenkel. Drehe den Kopf ein paar Mal nach rechts und links. Tu dies langsam, als ob du herausfinden wolltest, in welche Richtung es einfacher ist. Achte darauf, wie deine Hände auf deinen Oberschenkeln liegen. Wie passen sich deine Hände der Oberfläche an, die sie berühren? Umfassen deine Hände deine Oberschenkel oder sind sie entspannt? Beachte die Unterschiede in der Spannung zwischen den beiden Händen. Hebe nun deinen linken Arm langsam vor dir an und lasse die Hand hängen. Und dann lege deine Hand wieder auf dein Bein. Spüre, wie deine Hand sich der Form des Oberschenkels anpasst. Welcher Finger löst sich zuerst von deinem Oberschenkel? Und welcher Finger liegt zuerst auf, wenn deine Hand auf deinen Oberschenkel zurückkommt? Mache das Gleiche mit der rechten Hand. Es gibt keine aktive Bewegung in der Hand. Die Bewegung erfolgt durch das Anheben des Arms und die Finger baumeln herab. Beobachte, ob diese Hand den Oberschenkel anders als die andere Seite bedeckt. Schließe deine Augen. Halte die beiden Hände und Arme schulterbreit vor dich. Deine Handflächen sind zueinander gerichtet. Nun bringe die Hände langsam zusammen, sodass sich die Fingerspitzen berühren und gleichzeitig aufliegen. Wie exakt treffen alle 10 Finger aufeinander? Deine Ellenbogen können ein wenig gebeugt sein, wenn das bequemer für dich ist, aber der ganze Arm soll angehoben sein. Wenn du diese Bewegung deiner beiden Hände machst, die sich gegenseitig finden, dreht sich alles darum, wie genau deine sensorische Wahrnehmung ist. Mache eine kurze Pause. Halte deine linke Hand mit der Handfläche nach innen vor dich. Dein Arm ist dabei gerade oder gebeugt und nimm die rechte Hand zur Seite. Halte die Augen geschlossen. Bewege die rechte Hand langsam auf die linke Hand zu, um alle 5 Finger der linken Hand zu berühren. Die Augen bleiben dabei geschlossen. Deine linke Hand bleibt still. Kannst du deine rechte Hand so bewegen, dass alle 5 Finger gleichzeitig auf den 5 Fingern deiner linken Hand ankommen? Tue dies mehrmals, um zu sehen, ob du deine Genauigkeit verbessern kannst. Und danach mache wieder eine kurze Pause. Spüre, wie deine Hände jetzt auf deinen Oberschenkeln liegen. Bemerkst du irgendwelche Unterschiede gegenüber dem Anfang? Sind die Abstände zwischen den Fingern bei beiden Händen gleich?
wenn du deine Augen schließt, wie einfach ist es, alle fünf Finger zu spüren? Gibt es einige Finger, die in deinem Gefühl deutlicher sind? Kannst du den dritten und vierten Finger so gut spüren wie deinen Zeigefinger? Wie gebeugt sind die Finger? Sind alle Finger gleichmäßig in den Knöcheln gebogen? Oder sind einige Finger gerader als andere? Du hast vielleicht Dinge in deinem Leben getan, die dir geholfen haben, ein ziemlich gleiches Bewusstsein für alle fünf Finger an beiden Händen zu entwickeln. Oder fühlst du dich sehr einseitig? Mache noch einmal eine kurze Pause. Bewege nun die rechte Hand so, dass alle fünf Finger der linken Hand berühren. Und fange an, mit der rechten Hand winzige Kreise zu machen, sodass die Fingerkuppen aller fünf Finger um die Fingerkuppen der linken Hand kreisen. Das mag vielleicht einfach erscheinen, aber du könntest anfangen, dies zu verfeinern, damit die Kreise einen kontinuierlichen und gleichmäßigen Kontakt haben. Vielleicht hilft es, erst einen Finger und dann den nächsten zu verfolgen und zu sehen, ob du die Bewegung jedes Fingers geschmeidig machen kannst. Das kann bedeuten, dass du deine Hand formen und verschieben musst, damit der Druck der Kreise gleich ist. Es ist eine sehr leichte Berührung, etwa wie auf dem Eigelb eines Eis zu kreisen, ohne es zu beschädigen. Und es kann sein, dass du, um diese Verfeinerung zu erreichen, einige Stellen in deinem Körper loslassen musst, die du noch dabei festhältst. Kreise also weiter, aber fange an, diese festen Partien zu finden. Verspannst du deine Zunge oder deinen Kiefer? Hältst du den Atem an? Sind die Bauchmuskeln locker? Was ist mit deinen Augen? Liegen sie weich in ihren Höhlen? Halte die Finger nicht ganz gerade. Gerade so locker, dass die Kuppen sich berühren können. Lege deine Hände nun wieder auf die Oberschenkel. Wie berühren deine Hände jetzt deine Oberschenkel? Kannst du einen Unterschied spüren, wie deine rechte Hand das Bein im Vergleich zu deiner linken Hand umfasst? Beobachte nun das Gefühl der beiden Arme. Scheint ein Arm mehr zu wiegen als der andere? Vielleicht liegt ein Ellenbogen näher an deiner Seite als der andere. Was ist mit deinen beiden Schultern? Wie unterscheiden sie sich? Ist eine weiter vorn, eine niedriger oder höher?
Hebe die Arme an und nimm mit geschlossenen Augen die Hände voneinander weg und sieh dann, ob du die Finger so platzieren kannst, dass jeder Finger gleichzeitig und mit dem gleichen Druck auf sein Gegenstück trifft. Wie ist das im Vergleich zum Start? Drehe nun deinen Kopf ein wenig nach links und rechts. Mache dies ganz langsam. So ist die Bewegungsfreiheit von Kopf und Hals eng mit der Vielseitigkeit der Hände verbunden. Während du deinen Kopf drehst, beobachte diese Bewegung, die du über deine Wirbelsäule zu deinem Becken hinuntergeht und dann durch deinen Schultergürtel zu deinen beiden Armen und zu deinen Händen hinaus. Spüre, wie deine beiden Hände und Arme wirklich Teil deiner Wirbelsäule sind. Und dann komme langsam zurück in das Hier und Jetzt und nimm dir Zeit, deine Umgebung wahrzunehmen.